liebe Videofreunde, ich sitze hier am Computer, schon mitten im Urlaub und bin schon am Videoschneiden und habe dabei festgestellt, dass ein Video, was ich gemacht habe, keinen Ton hat. Warum auch immer, wir haben auch eine neue Kamera, irgendwas hat nicht hingehauen mit der Verbindung, keine Ahnung, ist kein Ton da. Also deswegen nochmal, und zwar geht es darum, wie ich denn eigentlich diesen Urlaub angefangen habe. Ja, losgefahren bin ich am zweiten Weihnachtsfeiertag und von Cottbus aus ging es nach Eisenach. Es war sehr kalt an diesem Tag gewesen, aber die Strecke war gut zu fahren. Und kurz vor Eisenach bin ich auf den Rastplatz gefahren und habe Michael kontaktiert und habe gesagt, oh, ich fühle mich eigentlich noch ganz fit. Ich würde am liebsten gleich durchfahren bis nach Bad Nauheim. Und dann hat Michael gesagt, oh, das ist keine gute Idee, die haben gerade Glatteis gemeldet, also Blitzeis, also hier regnet schon und überfrierende Nässe. Und da habe ich gesagt, okay, nee, das mache ich nicht, also das Risiko gehe ich auf gar keinen Fall ein. Und dann bin ich nach Eisenach in die Stadt gefahren und habe dort die erste Nacht auf dem Stellplatz in Eisenach verbracht. Und der Stellplatz ist recht ordentlich, muss man sagen, ist ein bisschen nah am Bahnhof, man hört ab und an ein bisschen die Züge, aber ansonsten, man hat gerade rüber gleich ein Netto und kann man also früh morgens Brötchen holen und der Stellplatz ist auch ordentlich. Man hat Fähr- und Entsorgung, man hat Strom, alles da, kostet, muss jetzt gerade überlegen, 24 Stunden 12 Euro. Und ja, dort habe ich also die erste Nacht verbracht und bin dann am nächsten Tag von Eisenach aus nach Bad Nauheim weitergefahren. Die Tour war anstrengender als am Tag zuvor, die 400 Kilometer, weil es war übelst das Wetter gewesen. Teilweise eben noch ja, um die 0 Grad und Regen und sehr viel Verkehr und sehr viel unvernünftige Autofahrer, muss ich echt sagen. Also das war keine so schöne Autofahrt gewesen. Ja, in Bad Nauheim bin ich abends mit meiner Freundin dann essen gegangen, habe ich mich getroffen mit ihr. Das ist ja unser zweiter Heimatort oder Michaels Heimat sozusagen. Und ja, da waren wir abends schön essen gewesen und das war ganz wunderbar. Und da bin ich eine Nacht geblieben und dann war geplant, dass wir uns am nächsten Tag mit Michael in der Nähe von Karlsruhe treffen. Er wollte dorthin kommen und dort wollten wir dann das Auto, unser Auto stehen lassen, also sein Auto, mit dem er zur Arbeit fährt, und wollten dann mit dem Wohnmobil weiterfahren in Urlaub. Ja, und der Plan hat sich wie immer dann mal geändert, weil bei Michael beruflich was dazwischen kam. Er konnte also nicht so losfahren, wie er geplant hatte. Und dann bin ich dann halt nochmal nach Frankfurt-Hahn gefahren zu ihm auf die Arbeit. Und dort haben wir dann halt Autowechsel gemacht und ein bisschen Klamotten gewechselt und sind am nächsten Tag dann weiter in Richtung Petnau, hieß das, ne? Petnau am Arlberg gefahren. Und dort sind wir dann halt spätabends angekommen. Wir haben 8 Stunden Autofahrt gehabt, weil wir 2 große Staus hatten und haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir so eine lange Tour vor uns haben. Das war sehr anstrengend. Michael fing schon an, während der Fahrt zu schwächeln. Da habe ich schon gesagt, na, mir kommt sofort, du kriegst eine Erkältung oder irgendwas. Und am Ende des Tages war es auch so, also ja, ist dann nächsten Tag krank gewesen oder krank geworden, aber da habe ich jetzt wieder die normalen Videoaufnahmen. Ich wollte heute nur mal den Werdegang, wie wir überhaupt da zum Arlberg gekommen sind, noch mal erklären, damit ihr auch die Bilder versteht, die ich dann ausstelle. Sonst macht das alles keinen Sinn. Ja, so ist das mit der Technik, vor allen Dingen, wenn man neue Technik hat. Haut nicht immer gleich alles hin und ich hoffe, dass ich das jetzt und somit noch mal ein bisschen erklären konnte. Also, dann geht's mal jetzt los. So, jetzt geht's los. Endlich fahren wir los. Schmeiß das Ding an. Ach. Nun wollen wir mal hoffen, dass wir gut durchkommen. Ruf doch da mal an, bitte. Ruf mal an. Warte mal, da steht's doch. Ja.
Was denn? Arlberg Live. 30 Meter hier runter. Ach du Liebe, da sagst du was. Hallöchen, liebe Videofreunde. Ja, unser erster Tag heute in Petnoi am Arlberg. Das ist in der Nähe von St. Anton. 6 Kilometer bis nach St. Anton. Und das durften wir heute auch schon mehr oder weniger unfreiwillig kennenlernen. Ja, wir haben sehr milde Temperaturen. Also so richtig Kälte austesten können wir nicht. Wir haben uns etwas kälter vorgestellt, aber naja, gut. Heute ist auf jeden Fall jetzt schön und dieses Wochenende bleibt jetzt auch schön. Ab Montag soll es dann wieder schneien. Müssen wir mal gucken. Gestern die Anfahrt war übrigens sehr, sehr anstrengend. Michael war durch. Michael schwächelt auch. Ja, immer so im Urlaub. Einer von uns beiden erwischt es meistens irgendwie. Also wir haben schon getestet, ist aber alles in Ordnung. Aber der Chef schwächelt etwas. Ja, also, ich bin heute früh spazieren gegangen oder wollte spazieren gehen mit dem Hund und denke, irgendwie laufen sich meine Schuhe komisch und habe gesehen, dass die dann völlig kaputt sind. Ich weiß gar nicht, das habe ich zu Hause überhaupt noch nicht gemerkt. Ich hatte sie allerdings auch dieses Jahr noch nicht so oft an. Hier kaputt, da kaputt, die ganze Sohle kaputt. Ich weiß nicht. Ich denke, irgendwas ist merkwürdig so. Naja gut, das sind total alte, die habe ich schon so viele Jahre, aber immer waren sie noch gut und haben ihr gutes Werk getan. Also mussten wir heute nach St. Anton fahren und mussten etwas Geld in St. Anton lassen. Und ja, jetzt habe ich mir hier ein paar schöne niegelnagelneue Meindl-Schuhe gekauft. Weil meine Wanderschuhe sind auch Meindl-Schuhe, mit denen bin ich sehr zufrieden. Die habe ich schon 17 Jahre und die sind immer noch völlig in Ordnung. Und ja, jetzt habe ich mir ein paar richtige Winterschuhe gekauft, schön gefüttert, ganz dick innen drin, leicht, sind nicht so schwer. Ja, die sind es dann geworden. So, eigentlich können wir schon wieder nach Hause fahren, weil jetzt Geld ist alle. Das ist der erste Tag. Psst. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Naja, jetzt werde ich euch noch mal ein bisschen hier unser Plätzchen zeigen. Ja, und dann werden wir mal gucken, was wir so die nächsten Tage machen, wie sich Michael fühlt, ob er überhaupt mal Skifahren kann oder nicht. So, da sitzt da der kränkelnde Mann. Gut, dass ich Tests mitgenommen habe. Ja, meinst du, wäre ich nicht krank oder was? Nee, aber zumindest wissen wir, ob was los ist oder nicht. Wenn wir es richtig machen. Ich weiß ja nicht, ob wir es richtig machen, aber Michael sagt, er hat schon so viele Tests gemacht. Anders machen es die anderen Frauen bei ihm dann auch nicht. Und das hat heute negativ angezeigt. Aber wir werden heute Abend nochmal testen, um sicher zu gehen. Ne? Kann sich ja noch ändern. Hey, na gut. Unser Hundi war auch krank, dem geht es aber wieder gut. Gott sei Dank. Der war vorm Urlaub krank, der hatte Magen-Darm. Also, und zum Schluss, am Ende liege ich flach, wenn wir nach Hause fahren. Also wird es kommen. So, ich zeige euch jetzt mal, wie wir hier stehen. Das ist vielleicht eine Matschepampe hier. Guckt euch das an. Alles Wasser. Wasser, matschig, ist nicht schön. Nee, das ist nicht schön. Übelster Schneeregen gestern Abend. Ja, hier hat so jeder seine Parzelle. Das ist echt nett gemacht. Wir haben gleich die erste. Dann gibt es hier noch so Hütten. Und die kann man auch mieten. Da passen, ich weiß nicht, wie viele Leute reinpassen. Also gestern habe ich mehrere Leute da drin gesehen. Die sind recht groß, die Hütchen. Und ja, hier hat jeder dann, wie gesagt, so eine Parzelle. Das finde ich gut. Hier sind die Stromanschlüsse. Vorsichtig laufen. Ja, das ist eine Pampe, ey Leute, ich sag's euch. So. Und hier ist auch ein Wasseranschluss. Da kann man sich Wasser holen mit der Gießkanne oder man kann auch einen Anschluss ran machen, aber ich glaube, unser passt nicht. Und hier sind die Stromkästen. Ja, und hier habt ihr dann
direkt, also wir stehen hier und hier ist direkt ein grauer Wasserablass und da kann man dann gleich das Wasser ablassen. Wir haben ja, nehmen dann unsere Schüssel hier dazu, unsere Spülschüssel. Die nutzen wir sowieso nicht im Moment und von daher nehmen wir die dann, um das Wasser abzulassen. Wir haben noch eine andere Schüssel mit, aber die passt nicht so richtig drunter, die ist zu groß. Da müssten wir auf Keile auffahren, aber dann stehen wir wieder nicht richtig. Ja, dann werden wir mal jetzt ins Wohnmobil gehen und es uns ein bisschen gemütlich machen, Kaffee trinken. Und der Herr des Hauses legt sich jetzt ein bisschen ab und ruht sich aus. Und dann wollen wir mal hoffen, dass es morgen ein bisschen besser geht und ich mich nicht anstecke. Das kann ich nämlich sehr gut. Also, wir werden berichten. Bis dann. So, jetzt gibt's Mangiade, Mangiade. Michael kriegt Schweinefilet mit Pilze und Claudine kriegt Schweinefilet Hawaii. Ja, Michael, der hat nur mit Champignons gekriegt, was heißt nur mit Champignons gekriegt und ich habe mir ein bisschen Hawaii, Schweinefilet Hawaii gemacht, hatte ich mal Appetit drauf, Michael mag das nicht so. Und jetzt geht's ans guten Appetit sagen. Genau, guten Appetit. Okay. Freunde, es gibt Neuigkeiten. Wir haben unseren Plan geändert und lassen uns den Plan noch etwas kosten. Ja, im Hintergrund piept schon der Kühlschrank, weil der Strom abgestellt ist. Wir haben uns entschieden, weiterzufahren. Nicht, weil uns der Campingplatz nicht gefällt. Der Campingplatz ist sehr schön, aber er ist also wirklich auf Skifahren ausgerichtet. Und man hat hier in der Nähe keine Möglichkeit, irgendwie mit dem Hund groß zu laufen. Gar nichts, es ist nichts geräumt, auch im Ort nicht. Es gibt, man muss an der Straße entlang laufen, wo LKWs fahren und so. Das ist also äußerst ungünstig. Und ja, der zweite Grund, es ist jetzt nicht ein Grund unbedingt, warum wir hier wegfahren, aber ein Teil eben trägt dazu bei. Aber der hauptsächliche Grund, ist die Wetterlage. Heute haben wir traumhaftes Wetter hier, also sehr schön. Und morgen soll es auch noch schön bleiben, aber danach sieht es eher übel aus. Also auch Regen wieder und ja, dann hast du hier wirklich keine Möglichkeit, etwas zu machen. Und von daher haben wir uns umentschieden, weil wir haben nochmal auf die Wetterlage geguckt und haben gesehen, dass es halt am Kronplatz halt das Wetter besser ist. Und wir waren schon ein paar Mal am Kronplatz, sowohl Camping haben wir da schon gemacht, als auch im Frühjahr, also zum Skifahren sind wir da hingefahren. Das ist ja ein sehr, sehr schönes Skigebiet. Und ja, ein bisschen ärgerlich ist es, weil das hätten wir von Anfang an so machen sollen, dann hätten wir uns doch ein paar Euros gespart. Aber Michael hat gedacht, nee, das ist für die eine Woche zu weit. Und von hier sind es natürlich jetzt nur noch, also 190 Kilometer, das ist kein Akt. Aber zurück zu uns ist das dann eine längere Strecke. Aber ich habe zu Michael gesagt, wir wären jetzt auch diese Tour nicht an einem Stück nochmal gefahren, sondern mit einer Übernachtung irgendwo, weil es war schon am Ankunftstag hier auch sehr hart.
die ganze Tour dort zu fahren. Und von daher ist es ja egal, ob wir dann 200 Kilometer mehr fahren oder nicht. Ich fahre ja mittlerweile auch, also Michael braucht nicht mehr alleine fahren. Haben wir ein bisschen nicht so gut durchdacht, muss ich ehrlich sagen. Wir hätten das gleich so machen sollen. Aber jetzt ist es so und fertig aus. Wir haben uns dafür entschieden und ja, freuen uns eigentlich auch jetzt da in St. Vigil wieder zu sein, weil es eigentlich unser Lieblingsskiort ist. Haben wir einen Fehler gemacht und müssen halt auch dementsprechend Lehrgeld bezahlen. Also, jetzt geht es gleich weiter. Michael ist nochmal duschen gegangen und dann fahren wir los und werden dann von St. Vigil berichten. Und hoffen, dass wir da heute pünktlich ankommen, dass wir nämlich gut reinrutschen können. Na, also bis später. Tschüssi. Freunde, wir sind angekommen. Wir sind etwas über 2 Stunden gefahren, 2 Stunden 10 Minuten ungefähr, und sind jetzt in St. Vigil. Und der Stellplatz ist gut gebucht, aber die haben jetzt hier noch mal so ein Areal, wo man ohne Strom stehen kann. Und das werden wir jetzt gleich mal nutzen, oder beziehungsweise haben wir gleich mal genutzt. Weil da können wir gleich mal unsere Batterie austesten, wie lange wir damit hinkommen. Also sie haben gesagt, 2 Tage kann es sein, dass wir keinen Strom haben können, aber danach kriegen wir einen Platz mit Strom. Und ja, jetzt sollen wir morgen einfach schon mal nachfragen, ob wir eine Etage höher fahren können. Da sind dann die Stellplätze mit Strom. Und was das Gute eben ist hier, wir haben das ja früher schon immer gesehen, den Stellplatz. Da habe ich schon immer ganz neidisch drauf geguckt damals, weil ja, du kannst direkt von dem Stellplatz hier mit den Skier runterlaufen und bist sofort an der Piste. Ich habe mich schon jetzt geärgert, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich meine Skier auch mitgenommen und meine Schuhe, weil das ist hier so eine super einfache Piste. Eine wunderbare blaue Piste, wo man mit einer Gondel hochfahren kann. Du brauchst keinen Sessellift fahren, nichts. Also es ist echt wirklich cool. Und das war immer meine Lieblingspiste gewesen, weil ich bin ja keine Skifahrerin, sondern ich eier ja mehr runter. Aber die hat mir dann doch immer Spaß gemacht. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich natürlich auch meine Sachen mitgenommen. Aber naja, gut, nur ist es jetzt so, wie es ist. Und aber so kann Michael, wenn es dem dann morgen auch wieder vielleicht auch ein bisschen besser geht. Also heute ist er noch ein bisschen schlabbi, aber wäre sowieso heute nicht gefahren. Von daher haben wir den Tag eigentlich so ganz gut genutzt mit dem Wegfahren dort. Und dann kann der aber, wenn er möchte, morgen ein bisschen hier, und wenn er nur die einfache Piste erstmal fährt, ein bisschen fahren. Das ist schon mal schön. Ja, und jetzt stehen wir halt mal hier, wo wir früher schon immer so ein bisschen geliebäugelt haben. Aber es ist ein sehr schöner Ort, St. Vigil. Also es ist wirklich ein schöner Skiort. Also wir mögen es und jetzt freuen wir uns auch, dass wir da sind. Haben hier schon mal einen richtig coolen Ausblick. Also das ist schon schöner als da, wo wir heute Vormittag noch waren. Und jetzt werden wir die Tage noch ein bisschen genießen. Ja, ich bereite jetzt Essen vor. Eigentlich wollte ich heute Abend dann schon kochen und mache das aber auch heute fertig. Aber wir haben uns dann entschieden, dass wir heute Abend essen gehen. Die haben uns das angeboten hier. Die haben noch bis um 21 Uhr Plätze frei. Und danach ist es voll. Und das wollen wir ja sowieso nicht mit Menschen feiern jetzt oder so. Und da haben wir gesagt, okay, wir kommen essen. Und dann lassen wir uns heute mal gut gehen nach dem Fahrtag. Michael ist ja auch ein bisschen
ein bisschen schlappi, ne? Und dann lassen wir es heute mal gut gehen und dann mache ich halt das Essen jetzt für morgen fertig. So ist der Plan. Ja. Ja, so ändern sich die Pläne immer. Also es ist eigentlich sowieso blöd, immer so schon für eine Woche zu buchen. Also wir haben auch nichts erstattet bekommen. Wir mussten komplett die ganze Woche zahlen jetzt bis nächste Woche, wie wir geblieben wären. Es ist halt immer eigentlich ärgerlich. Ich kann die natürlich auch verstehen, die haben damit gerechnet, aber ja, die werden auch den Platz vielleicht nicht wieder voll kriegen, weil es das Wetter ja so schlecht wird. Dann haben sie natürlich jetzt Glück gehabt, ne? Ja. Naja, es ist so wie es ist. Lehrgeld. Aber hätten wir es vielleicht nicht gemacht und hätten uns dann spontan entschieden zu fahren, dann wäre vielleicht nichts frei gewesen. Also von daher, ja, ist es halt jetzt so, wie es ist. So, jetzt mache ich mich ans Essen machen. So, ich habe jetzt alles hier im Topf drin. Es gibt nämlich einen Gulasch und der kann jetzt schön vor sich hin köcheln. Ja, und wir hatten gerade schon voll Action hier gehabt, weil nämlich der Hubschrauber direkt hier neben uns gelandet ist. Und da waren ein paar Jugendliche. Die haben sich natürlich gefreut, wo sie auch ausgestiegen sind und gejubelt. Natürlich auch ein besonderes Erlebnis. Und ja, das war, haben wir schon gleich ein bisschen Action hier gehabt. So, jetzt kann das hier so ein bisschen vor sich hin köcheln. Und wir ruhen uns noch ein bisschen aus. Nachher gehen wir schön essen. Und der Gulasch ist dann für morgen. Haben wir schon für morgen vorgekocht. Ja, dann werden wir mal den Abend heute gemütlich verbringen und das Jahr gemütlich ausklingen lassen. Also, bis später. Ja, hallo liebe Videofreunde. So ein herrlicher Neujahrstag. Die Schnupfnase holt sich gerade frische Luft. Ja. Und gestern haben wir einen sehr ruhigen Abend verlebt. Ich glaube, das war das ruhigste Silvester, was wir je erlebt haben. Letztes Jahr war schon ruhig, aber dieses Jahr war es richtig ruhig. Ein kleines Feuerwerk haben wir gesehen. Und ja, war schön. Trotzdem, ne? Super. Haben wir es gemütlich gemacht, waren vorher essen gewesen da in dem Lokal und dann haben wir es uns gemütlich gemacht. Oh, hier ist einer gefallen, einer hingefallen, der jetzt wieder aufstehen muss. Das ist nicht so einfach mit Skier dran. Nee. Das sieht nicht so einfach aus. Ja,
Auf jeden Fall haben wir heute einen herrlichen Neujahrstag. Wir wollen jetzt eine schöne Wanderung machen und jetzt gehen wir langsam zurück. Dann gibt es Kaffee und Kuchen und Skispringen. Ja. Und morgen geht es vielleicht Michael schon so weit besser, dass er ein bisschen Skifahren kann. Ich denke schon, ja. Ne? Ja, so ist das. Einer von uns erwischt es immer. Meistens bin ich's. Diesmal als Michael. Jetzt will ich bloß aufpassen, dass ich will's nicht haben. Nein. Also. Nice Wetter, nice Day und nice Umgebung. Wunderschön. Der ist auch stiften gegangen. Der Hund ist stiften gegangen, ja. Also, bis nachher. Der freut mich nicht. Ne? So. Heute Neujahrsessen. Der Gulasch, den ich gestern angefangen habe zu kochen, musste ein bisschen lange kochen, aber jetzt wollen wir mal hoffen, dass es schmeckt. Und dem Patienten geht es auch wieder etwas besser. Ich sagte etwas besser. Ja, etwas. So, dann werden wir uns noch mal schmecken lassen, gell? So machen wir das.